begleitet mich auf meiner kleinen viertägigen Rundreise quer durch die Alpen, On-Road und Off-Road. Am ersten Tag die Anreise von Stommel nach Weilburg am Rhein. Bedingt durch den Ausfall der A61 durch die Tage zuvor geschehene Flutkatastrophe im Ahrtal ist die A3 hoffnungslos überlastet. 9 Stunden für etwas mehr als 500 Kilometer. Durch kleinere Straßen geht's nun Richtung Süden zum Genfer See. Die Wetterprognose für heute ist nicht so berauschend, aber die nächsten Tage soll es deutlich besser werden. Der erste Pass für heute ist der Col du Chasseral mit 1502 Metern. Auch am Neuenburger See ist das Hochwasser zu spüren. Daher ist meine ursprünglich geplante Route nicht befahrbar und ich nehme eine willkommene Abkürzung. Nach dieser kurzen Pause geht's weiter über herrlich freie Landstraßen. Hier nimmt ein Flugschüler gerade seine Flugstunden. Vom 2097 Meter hohen Roche du Midi geht's nun abwärts Richtung Aigle. Im Tal angekommen hat man einen wunderbaren Blick auf das Château Aigle. Hier spürt man schon richtig die Nähe und den Einfluss von Italien.
Weiter geht's über Martigny zu dem wohl bekanntesten Wintersportort in Frankreich, Chamonix, am Fuße des Mont Blanc. Leider ist der Mont Blanc heute wolkenverhangen. Nun geht es weiter zu meinem Etappenziel für heute, Plateau de Assis. Dieser kleine Wintersportort wurde in den 70er Jahren erbaut und ist bis auf dieses Hotel heute verlassen. Mein nächstes Tagesziel heute ist Susa in Italien. Zuerst geht's wieder runter ins Tal. Der Tag kann vom Wetter her nicht schöner beginnen. Und wieder hinauf. Bei Flumet biege ich links ab auf die Route der Grand Alps, aber nehme teilweise auch Nebenstraßen. Hier hatten die Straßen fast für sich alleine. Mein nächstes Zwischenziel ist der Lac de Roseland. Zeit, die Drohne auszupacken und ein paar schöne, atemberaubende Aufnahmen zu machen.
1955 bis 1962 gebaut und liegt auf 1559 Meter. Herausragend ist seine Pfeilstaumauer. Weiter geht's über den fast 2000 Meter hohen Comet de Roseland. Thank you.
kurz vor Val d'Isère biege ich noch ab nach Tignes mit dem Lac Tignes. In Val d'Isère angekommen, sieht man sofort, dass man hier im Winter sehr, sehr viel Geld lassen kann. Man achtet hier wohl sehr auf die Architektur der Gebäude, die sich harmonisch in das Gesamtbild einpassen. Maybe you came from heaven, maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna say I can't wait for any longer. Direkt am Ortsausgang geht es hoch zum Col de Iseran auf 2762 Meter. Ein wahres Motorradfahrer, aber auch Rennradfahrer-Mekka. Nächstes Ziel ist Lac du Morsigny. Ich suche mir ein ruhiges Plätzchen und packe wieder die Drohne aus. Da der See ein wahrer Touristenmagnet ist, bin ich froh, die Hauptstraße gleich wieder verlassen zu können. Doch zuerst geht's noch kurz runter zur Staumauer.
Weg zu meinem heutigen Tagesziel komme ich noch an einem uralten, verträumten Bergdorf vorbei. Doch ich merke schnell, dass auch das ein Touristenmagnet ist und so fahre ich direkt weiter. Dass ich nun in Italien angekommen bin, merkt man an dem zunehmenden Verkehr. Ich passe mich den italienischen Gepflogenheiten an und schlängle mich durch den Berufsverkehr mitten durch Susa. Mein heutiges Zimmer habe ich in einem alten italienischen Kloster gebucht. Dies zu finden, erweist sich aber als etwas schwierig. Im eigenen offenen Restaurant habe ich mega zu Abend gegessen, neben einer rustikalen italienischen Geburtstagsfeier. Am nächsten Morgen mache ich mich auf zu meinem nächsten Tagesziel, Le Bourg de Orsayans in Frankreich. Ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Offroad-Passagen. Kaum habe ich Susa verlassen, fangen die Serpentinen auch schon an für mein nächstes Highlight, den Col de Finestre auf 2176 Metern.
weiter zu schottern. Angekommen, ist es wieder Zeit für meine Drohne. Gleichen Weg wie ich, nimmt doch eine Tour mit 911ern im Rallye-Umbau. Ich sollte sie im Laufe des Tages noch öfters begegnen.
Bald geht's jetzt erstmal weiter. Doch kaum habe ich ein paar Kurven gemacht, folgt schon das nächste Highlight, die Assietta Grenzkampfstraße. Die aussichtsreiche Assietta Kammstraße zählt zu den beliebtesten Höhenstraßen der Westalpen. Sie zieht sich am Kamm zwischen Val Susa und Val de Cisone entlang und bewegt sich in Höhenlagen zwischen 2000 und 2500 Meter. Der höchste Punkt liegt mit 2550 Meter unterhalb des Gipfels der Testa del Assietta mit 2567 Metern. Die etwa 35 Kilometer lange Assietta-Kammstraße wurde ursprünglich zu militärischen Zwecken angelegt. Sie ist im Juli und August, am Mittwoch und Samstagen für den motorisierten Verkehr gesperrt.
kleine Passage voller Schotter ist steiler, als man hier auf den Bildern sieht. Ich habe Mühe, die GS in der Senkrechten zu halten. Darum läuft der Film hier auch ein bisschen schneller als normal. Aber wo die 911er runtergefahren sind, sollte es für mich doch auch irgendwie machbar sein. Die Organisation hat mich wieder und ich steuere mein nächstes Ziel an, den Loch de Roche-Molles. Und so trifft man sich wieder. We'll be right back.
Nach meiner kleinen Pause mache ich natürlich gleich wieder Bilder von diesem schönen Stausee. Einen riesen Umweg aus dem Weg zu gehen, entschließe ich mich, den 12,8 Kilometer Tunnel nach Mondane zu nehmen. Wieder in Frankreich angekommen, heißt mein nächstes Ziel Col du Calibier. Dieser Berg ist auf jeder Tour de France-Etappe dabei. Leider ändert sich das Wetter und am Gipfel muss ich Regenkleidung anlegen. Mich meinem Tagesziel und auf dem Ende der Tour Le Bourg d'Orsians.
morgen steht schon wieder die Heimreise an.